Die Zukunft begann für Marcel Rapp früher als geplant. Nach dem vorzeitigen Abgang von Domenico Tedesco ging alles ganz schnell. Anfang März übernahm der bisherige U17-Chefcoach Rapp die U19 der TSG. Es kam schon überraschend in dem Sinne. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man weiß, dass der Domenico sagt, er geht im Sommer, er verlässt den Verein. Es ist im Fußball ja schon auch üblich, dass man nicht immer am 1.7. einen neuen Job antritt als Trainer, sondern dass man wahrscheinlich auch ein bisschen früher manchmal da eintritt. Deswegen kam es dann auch ein bisschen weniger überraschend. Aber wenn es dann soweit ist, dann muss man schon kurz schlucken und sagen, okay, jetzt lässt man die U17 zurück und was Neues beginnt. Der Jobwechsel innerhalb der Akademie war erst zur kommenden Saison geplant. Tedescos Wechsel zum Zweitligisten Aue beschleunigte dann die Planung. Keine ganz leichte Situation. Man geht in die eine Kabine rein, man ist da die ganze Saison eigentlich dabei. Man verbindet viel mit den Jungs und muss sich dann verabschieden, macht die Tür zu, geht in die andere Kabine rein und sagt so, hallo, hier bin ich, jetzt geht's los. Aber ich glaube, das gehört im Fußball auch dazu. Und durch das, dass ich in der U19 in viele bekannte Gesichter geschaut habe, war das dann auch relativ einfach. Die Mannschaft sorgte dann auch für einen Trainereinstand nach Maß. Im ersten Spiel gab es einen deutlichen Derby-Sieg und auch in Frankfurt nahm man etwas mit. In der Tabelle bleibt man den Bayern auf den Fersen bei noch 4 ausstehenden Spielen. Ja, ich will jetzt so die Konstanz weiter sehen, also dass die Jungs da dranbleiben, dass die Jungs keinen Punkt verschenken. Und ich glaube, es sind alles 4 Gegner, die machbar sind, wo wir den Anspruch haben müssen, dass wir gewinnen. Ob es dann so kommt, das weiß man nicht, aber der Anspruch ist zumindest da. Und ich glaube, das muss man auch sehen in jedem Training, dass die Jungs da immer Gas geben. Aber ich glaube, die Jungs sind charakterlich einwandfrei und deswegen ist das auch kein Problem. Arbeit gibt's genug, denn trotz der wechselhaften Saison gibt's auch noch etwas zu erreichen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir oder die ersten 3 kommen und uns dann für den DFB-Pokal qualifizieren. Das ist, glaube ich, so das Ziel, das wir haben, so rein von den Punkten her. Aber ich glaube, das ergibt sich dann aus der Leistung, die wir bringen. Ja? Wenn wir gut trainieren und das dann aufs Wochenende übertragen können, dann steht dem nichts im Wege. Mal sehen, wo unser A-Jugendnachwuchs am Saisonende landet. Der Start des neuen Trainers war schon einmal vielversprechend.